kaputt. Wer macht denn eigentlich von uns beiden die Begrüßung? Was ist das eigentlich, was wir machen? Showcase? Supertransporter. Supertransporter. Showcase. Supertransporter! Nein. Ich schau dir gleich auf die Eiche schon wieder. Er hat mich schon wieder auf die Eiche geschlagen. Ey! Herzlich willkommen zurück bei Crash. Heute mit einer Showcase-Schiffe-Folge zu den Supertransportern. Wir hatten gerade den Concept Sales zu den Hull-Modellen. Die sind absolut das, was wir heute als Containerschiffe verstehen würden. Eine maximale Frachtkapazität bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich werden wir das Ganze noch mit der Banu vergleichen. Die war bis jetzt ja bei uns noch nicht im Programm. Richtig. Und die wird auch zählt bei uns auch zu den Supertransportern. Genau, es geht halt hier um Schiffe, die vor allem wirklich für den direkten Transport gedacht sind von einer Größenklasse, die wirklich auch direkt dafür ausgelegt ist, Waren von A nach B zu kriegen. Ne? Genau, dazu, wie gesagt, ausführlich die Hull-Serie, die wir hier besprechen. Und da gibt es eigentlich ein paar grundsätzliche Anmerkungen dazu. Ne? Ganz wichtig, diese Schiffe haben jetzt erstmal von Grund auf keinen eigenen Frachtraum, sondern es gibt eine Trägerstruktur. Das Schiff kann aufklappen, dann entfaltet sich diese Trägerstruktur. Und da hängen die Container dran. Diese Container könnten den Eindruck vermitteln, dass das Schiff schlecht gepanzert ist, aber auch diese Container stellen an sich einen gewissen Schutz dar. Es gibt verschiedene Stärken von Container mit verschiedenen Aufgaben, von Flüssigkeitstransport, Gastransport, Ersatzteile, Waffen, Schiffsteile. Also es gibt eine ganze Palette von Containern, die dann auch dazu gekauft werden müssen. Und das Schiff selber ist natürlich auch, so wie die Container, von einem Schild geschützt. Genau. Und da sagst du gerade was ganz Wichtiges, nämlich die Container an sich, gerade weil es so viele davon gibt, verschiedene Arten, die sind nicht dabei. Also das bedeutet, wenn man einen Frachtauftrag annimmt, dann werden die normalerweise als Leihgabe mitgeliefert. Aber ansonsten, wenn man eigene Fracht irgendwo aufnehmen will, muss man sich den entsprechend passenden Container zuerst dazu kaufen. Also das heißt, ganz wichtig, Container müsst ihr noch mit einkalkulieren. Auch noch eine allgemeine Information zu dem Schiff ist, es gibt verschiedene Cockpit-Sektionen pro Modell. Ja, die Schiffe sehen erstmal auf den ersten Blick, wenn man sich die Bilder anschaut, relativ ähnlich. Sehen die relativ ähnlich aus, aber wenn man die Größen vergleicht, fällt schnell auf, dass sie gigantisch unterschiedlich sind in ihrer Größe und auch in der Cockpit-Konstruktion. Während das kleine Modell noch einen Wohnraum hat, ist das große Modell schon mit mehreren Decks durchzogen. Richtig, genau. Und zur Beladung kann man eben sagen, in unserer letzten Folge zu den Transportern waren wir großteilig bei Transportschiffen, die man vor allem auch manuell beladen kann. Gerade mit dem neuen Cargo Interaction System kann man das dann sehen. Bei den größeren Hull-Serien ist es allerdings tatsächlich so, dass die auch vor allem automatisch beladen werden. Das heißt, es wird dann später über euer Mobiglas funktionieren, dass dann Drohnen anfangen, die Schiffe für euch zu beladen, weil wenn man eine Hull-E selbst manuell beladen möchte, dann wäre man da durchaus mal so einen Spieltag mit beschäftigt und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. So ein Spieljahr schon mal durch, ja, genau. Mal beladen. Wir steigen jetzt mal direkt ein ins Thema und zwar die kleinste Version, die in diesem Concept Sale jetzt verkauft wurde, war die Version A, Hull A, ist relativ einfach. Mhm. Wichtig ist bei diesem Schiff, dass dieses Schiff schon mit einem Jump Drive kommt. Das ist auch ein Bett besitzt, also ein Speicher, eine Speichermöglichkeit. Also jedes Hull-Modell wird langstreckenfähig sein, wird in der Lage sein, zu springen, zu reisen und sollte genug Lebensqualität haben, dass man da auch Zeit verbringen kann, weil die sind durch ihre Aufgabe oder viele Aufgaben so konstruiert, dass man halt natürlich größere Reisen je nach Job unternehmen kann. Auch wichtig ist, dass dieses Modell, das sogar das A-Modell, dass es sich höchstwahrscheinlich bis zur Version E upgraden lässt. Ja, obwohl die Schiffe extrem unterschiedlich sind, ist es später immer möglich, dieses Schiff wieder im Spiel abzugraden. Richtig. Bis zur E-Version. Vergleichbar von der Größe her ungefähr etwa mit einer Cutlass. Ne? Das wäre auch dann der Frachteinheitenvergleich, der da anfällt. Die Cutlass hat nämlich im Vergleich deutlich weniger Frachtkapazität. Also wir haben jetzt, es gibt ja ein neues System, was sich halt an diesen Kubikmetern orientiert. Genau. Das sind jetzt 48 dieser SUC, also der Standardfrachteinheiten, die sie berechnen, im Verhältnis zu 32. Also man sieht hier schon, dass die Cutlass nur 75% der gleichen Fracht transportieren kann und dabei 95,20 Euro gekostet hat, die Cutlass, oder kostet zurzeit, und die
Hall A war bei sage und schreibe 57 Euro. Also man sieht sogar hier in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis, dass diese expliziten Frachtschiffe tatsächlich, klar, sie haben weniger Waffen, ja, sie haben nicht so, sind nicht multifunktionsfähig, man wird damit keine Söldneraufgaben erfüllen, aber im Frachtbereich sind sie sehr, sehr effektiv, genau, und gleichzeitig auch beim Plätschen verhältnismäßig günstige Schiffe. Richtig. Waffen, da sagst du was? Ja, natürlich Waffen, das ist natürlich genau der Schwachpunkt. Wir haben hier zweimal Size 1 Gimbaled-Waffen, ja, beweglich, aber nur Size 1, Size 1, Größe 1. Das heißt, man wird mit diesem Schiff wirklich nur, sag ich mal, notfalls mal einen kleinen Schuss setzen können, irgendwie versuchen, einen Jäger mal oder einen anderen Frachterpiloten, der zu langsam fliegt, irgendwie mal in den Arsch treten. Aber im Endeffekt kann man mit diesem Schiff wirklich nicht kämpfen. Richtig, genau. Dafür sind sie auch wirklich nicht gedacht. Das zieht sich durch die ganze Hull-Serie eigentlich. Aber da merkt man es gerade ganz deutlich. Was die Hull A noch als kleines Alleinstellungsmerkmal hat, zusammen mit der B, dass sie wahrscheinlich auch im ausgefalteten Zustand auf dem Planeten wird landen können, ja? Genau, beladen, genau, landen kann und dann auch sich entladen kann, also quasi ausgefaltet mit allen Containern dran. Genau. Das ist das Besondere bei der A- und B-Version. Das macht halt das Schiff wesentlich praktischer. Es ist natürlich so, dass dieses Schiff wahrscheinlich von dem Frachtvolumen eher gedacht ist für einen Binnenhandel. Man kann auch springen, aber dieses Schiff könnte zum Beispiel auch dafür geeignet sein, beim Entladen größerer Hallmodelle zu helfen. Richtig, ganz genau. Innen aufgebaut quasi wie ein kleiner Wohnwagen. Man könnte das durchaus mit so einem LKW-Cockpit mit einer Schlafkabine hinten vergleichen. Oder vielleicht wie die Mustang Beta, ne? Genau. Da hatte man ja auch so eine Konstruktion, also so eine Schlafkabine, einen Schlafcontainer. So kann man sich das vorstellen, es wird als Wohnwagen beschrieben. Richtig. Und daher einfach ein Einsteigerschiff für jemanden, der dezidiert in den Händler- bzw. in den Logistikbereich möchte bei Star Citizen. Also kein Schiff, mit dem man alles kann, ne? Das ist ganz wichtig, aber für Leute, die wirklich Handel treiben wollen, ein sehr spannendes Schiff. Genau. Und da kommen wir auch zur Halbi. Ja, das ist die nächstgrößere Version. Die ist jetzt vom Grundaufbau sehr, sehr ähnlich wie, das, wie der kleine Bruder, ist auch natürlich Jump Drive, Schlafplatz, Möglichkeiten, ist von der Bewaffnung ein bisschen besser. Jetzt haben wir halt zwei, es heißt Two Gimbaled Waffen, wieder nach vorne ausgerichtet oder wieder so, dass man damit halt vielleicht notfalls ein bisschen einen kleinen Schlag damit führen kann. Sie soll auch als Modell, als Verkaufsschlager wendiger sein als die großen Schiffe, mhm, und vielleicht in der Lage sein, Gegner halt davon zu fliegen. Mhm. Ist jetzt aber natürlich auch kein Schiff, mit dem man sich auf den Kampf einlassen sollte. Richtig, genau. Also sie ist im Vergleich zur HA fast doppelt so lang, nicht? Also mit 49 Metern im Vergleich zu den 21, genau, Metern der HA ist sie doppelt so lang und das schlägt sich dann auch tatsächlich auch direkt in den SCUs wieder, also in den Frachteinheiten. Ja, das ist richtig beeindruckend. Wir haben nämlich jetzt schon 384 dieser SCU-Einheiten. Im Verhältnis jetzt, wenn man jetzt mal zum Beispiel die 400 Max nimmt, die mit 133 dieser Frachteinheiten nach dem neuen System zu Buche schlägt, würde man feststellen, dass sie schon dreimal so viel Fracht wie die Freelancer Max tragen kann. Bei einem Preis, die wurde nämlich verkauft für 85,68 €. Ja, das heißt, wir haben hier ein Schiff, was verhältnismäßig preiswert ist. Genau. Ja, im Verhältnis zu einer Freelancer Max oder Taurus. Ja, genau, also in der Größenklasse durchaus damit vergleichbar mit einer Constellation und damit natürlich auch quasi in direkter Konkurrenz zur Constellation Taurus. Muss man eben aber dazu sagen, dass die Taurus höchstwahrscheinlich deutlich besser gepanzert sein wird, eben auch von den Türmen her viel besser bewaffnet ist, also auch eine ganz andere Ausrichtung eigentlich bastelt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich. Als die Hull B. Man darf nicht vergessen, dass man natürlich auch eine Taurus-Version wieder zurückbauen kann, dass man da andere Waffen ranbauen kann, dass es ein Schiff ist, was man durchaus noch multifunktionsfähig einsetzen kann. Das ist natürlich jetzt hier bei der Hull B, Hull A oder den Hull-Modellen überhaupt nicht der Fall. Sie werben damit noch bei diesem Schiff. Was ich sehr spannend finde, ist, dass man es wohl wirklich beim Landen sehr, sehr schnell automatisch entladen kann, auftanken und schnell wieder abheben. Das ist das Verkaufsargument für die B-Version. Ja, es gibt ja nicht so große Unterschiede in der Gesamtkonstruktion, aber dieses Schiff soll sehr, sehr schnell entladbar sein, ja, und schnell betankbar, damit es halt sehr schnell Jobs machen kann, wo es pendeln kann. Richtig, genau. Und damit kommen wir jetzt gleich schon zur nächstgrößeren Schwester, nämlich der Hull, wer hätte es gedacht? C. Genau. Die C ist nämlich ein Schiff, was ein Verkaufsschlager im Star Citizen-Universum darstellen soll. Mhm. Ein Schiff, was jetzt, wenn man jetzt die A und die B und später die D und die E sich anschaut, ist das C-Modell noch, hat es ein bisschen, ist es ein bisschen spezialisierter als die anderen. Ja, es ist, wird beschrieben, dass dieses Schiff
am ehesten noch Beweglichkeit, starke Schilde und eine moderate, relativ starke Bewaffnung mitbringt. Das heißt, richtig, mit diesem Schiff kann man sich am ehesten noch in Grenzgebiete raustrauen, in etwas gefährlicheres Terrain trauen, weil das Schiff halt noch wendig genug ist, wohl um einen Feind halt davon zu laufen. Genau, dabei aber schon relativ groß, mit 100 Metern, also schon doppelt so groß im ausgefalteten Zustand wie die kleine Schwester, die Hull B, und damit schon in der Größenkategorie einer Merchantman, ne? Zu der wir ja noch gleich noch kommen werden. Aber dort ist es nämlich schon zum Beispiel so, dass man, wenn das Schiff eben ausgefaltet ist, vom Cockpit, also von der vorderen Sektion, in die hintere Sektion kommt, innerhalb des Schiffes, zwar nur kriechend, ja, in einem Kriechgang, aber immerhin braucht man dafür, um den Motor zu reparieren, vermutlich nicht einen EVA zu machen. Und dazu kann man auch sagen, dass es da noch für die Container bestimmte Möglichkeiten geben soll, nicht? Da war irgendwas von Schmugglerversion angedeutet. Also das ist so, das ist noch nicht klar, ob es der Hersteller, also MISC, selber verkaufen wird, aber es soll von der Hull C eine Schmugglerversion geben, wo man halt dann Frachtcontainer hat, wo man zum Beispiel die Ladung nicht scannen kann oder halt Frachtcontainer, die versteckt sind. Wer die dann verkaufen wird, ob man die auf dem Schwarzmarkt kauft, ja, oder ob die dann wirklich offiziell verkauft wird, das ist noch nicht klar. Genau. Das heißt, vielleicht muss man das Schiff dann auch entdecken später und einen Händler finden. Richtig. Interessant bei dem Schiff ist auch, dass dieses Schiff schon von der Konstruktion, es ist jetzt ein bisschen, wir haben viele Fragen und Antworten durchgelesen, aber es soll das Modell sein, wo man schon kriechend durch diese Mittelröhre, genau, den Antriebsblock erreichen kann. Genau. Das suggeriert jetzt, dass bei A und B das nicht möglich ist. Richtig. Ist natürlich jetzt alles noch sehr, sehr vage, aber man wird hier durch diesen Servicekanal klettern können, um die Antriebssektion zu erreichen, was echt für längere Missionen sehr, sehr, genau, wichtig ist, oder im Kampf, ja, wo man schnell mal einen Schaden reparieren muss. Genau, richtig. Also das, wie gesagt, bei den anderen beiden Versionen, wie wir das gesagt haben, ist es noch nicht ganz klar, ob das da vielleicht auch möglich ist oder ob das erst möglich ist ab dieser Größenklasse, richtig. Aber interessant ist, gerade wenn man jetzt die Preise und die Ladekapazität zwischen Banu und der Hull C vergleicht, ist es wirklich interessant. Die Banu war vom Einkaufspreis her, vom Kaufpreis her, ein Stückchen teurer, mit damals $250, nicht? Stolzer Preis. Stolzer Preis, auf jeden Fall für ein Handelsschiff, wohingegen die Hull C jetzt mit 190 Euro doch schon deutlich drunter liegt. Allerdings hat sie dafür auch etwas weniger Laderaum als die Banu. Ja, wir sind jetzt hier bei 4.600 bei der Hull C und bei 5.017 bei der Banu. Mhm. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir hier dieses Containersystem haben, was natürlich auch schneller zu entladen sein wird. Ja, es wird auch darauf hingewiesen, dass das Schiff im Verhältnis, es steht absichtlich im Text auch drin, dass das Hull C Modell im Betrieb und im Unterhalt günstiger sein wird als die Banu. Ja, man muss sich das vorstellen, die Banu ist so konstruiert, dass sie vor allem Lebensqualität auch mit dem Programm hat, ein Meeting Room drin hat, Platz hat, um Kunden zu treffen. Man kann Geschäftsgespräche da führen. Und das ist natürlich etwas, das haben wir bei der Hull C überhaupt nicht. Ja, es gibt einen Wohnbereich natürlich, aber es ist kein Schiff, auf dem man lebt oder Freunde trifft oder Missionen so gestaltet, dass man Geschäftspartner einlädt. Dieses Schiff ist natürlich immer noch ein klares Frachtmodell. So ist es. Auch wenn es von der Bewaffnung jetzt erstmal recht respektabel aussieht. Ja, wir haben hier zwei Size-1-Waffen gimbelt. Wir haben dann nochmal über den Rumpf nochmal zwei Size-2-Waffen, dann nochmal vier Size-2-Waffen. Also wir haben den Rumpf mit sechs Waffenslots verteilt, Waffenslots, die über den Rumpf verteilt sind. Das heißt, wenn das Schiff eingeklappt ist, wird es auch recht wehrhaft sein, sich auch verteidigen können. Aber es ist ein Frachter und es hat natürlich eine völlig andere Aufgabe als die Merchantman, so wie der wir jetzt kommen, genau, die multifunktional ist. Richtig, die Merchantman, ja, wie du schon angedeutet hast, die Merchantman ist beschrieben als fliegender Basar. Das bedeutet im Grunde genommen, man nimmt das Geschäft, was man irgendwo auf einem Planeten hat, das große Warenhaus, gleich direkt mit und fliegt direkt zu den Kunden hin. Und dort hat man dann alles, was man da braucht. Das heißt, ein Verhandlungsraum, das heißt repräsentative, sage ich mal, Gemächer für die Leute. Das Schiff ist auch von den Banu selbst konzipiert als Langreichweiten-Trader, der extrem schnell sein Ziel erreichen soll. Das heißt, das Schiff soll eine gute Manövrierfähigkeit haben, die Geschwindigkeit soll sehr, sehr gut sein und insbesondere kann man eben sagen, als
bisher einziges, erstes bekanntes Alien-Schiff von Star Citizen, Alien-Transport-Raumschiff wohlgemerkt, widerspiegelt es so ein bisschen die Banu als Rasse, die seit Urzeiten schon im Weltraum unterwegs sind und Handel treiben. Also Handel gehört bei denen quasi zum Kernstück der Kultur und es zeigt sich auch daran, dass dieser Meeting Room, den sie haben, dass sie sich dekorieren lässt mit Artefakten, Kunstwerken, mit Teilen ihrer Ware, lässt sich dieser Gesprächsraum dekorieren und man hat ein großes Panoramafenster, schaut auf den Frachtraum runter. Also man sieht, hier steht Handel und die Interaktion, die Kommunikation im Mittelpunkt dieses Konzepts, ja. Was natürlich bei der HSI, die ich vorher mitgeteilt habe, überhaupt nicht der Fall ist. Dazu muss man auch sagen, dass die Banu jetzt schon im Gegensatz zur HSI mit 3, also die HSI hat 3 Crewmen, hier haben wir jetzt schon 8, richtig, die wir unterbringen können. Genau. Das spricht ja auch dafür, dass wir da andere Missionen machen können mit der Banu. Dass es vielleicht eine Kommzentrale sein kann für eine Firma. Dass es vielleicht auch ein Diplomatieschiff ist oder ein Schiff, mit dem man halt wichtige Gäste transportieren kann. Richtig. Denn es ist auch von der Bewaffnung, die Werte sind, glaube ich, fehlend zurzeit, aber es ist von der Bewaffnung ja auch so beschrieben, dass, richtig, es ein Schiff ist, was das austeilen kann. Richtig, das ist nämlich ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wie gesagt, wir haben keine genauen Werte, es steht auf der Website noch nichts Genaues drin zur Bewaffnung. Man kann nur von den bisherigen Concept Arts davon ausgehen, dass dieses Schiff gut austeilen kann. Und was in der Beschreibung drin steht, ist, dass sie sehr gerne als Blockadebrecher genutzt wird und sehr widerstandsfähig ist als Schiff. Man kann sich schon durchaus vorstellen, dass, ich sage es jetzt mal so, wenn man es denn so nutzen möchte, als Gemischtwarenhändler durch die äußeren Systeme der Galaxie fährt und im Grunde alles mit dabei hat, was irgendwo dort von Wichtigkeit sein könnte. Ja, vor allem wertvolle Fracht. Richtig. Seltene Fracht, die man beschützen, richtig, muss. Man ist natürlich dann auch, so liest sich zumindest zurzeit, ist das Schiff ja gut gepanzert sein. Richtig. Gute, genau, Schilder haben, Waffen besitzen. Das heißt, man wird dann, ich denke mal, man wird sein Gold oder sein Juwel eher in eine Banu laden, wo, ja, man jetzt keinen Superfrachter braucht, als es jetzt in eine HSI zu laden. So ist es. Man, genau, ist autark im Verhältnis. Das sind genau die großen Unterschiede. Das heißt, wir haben auf der einen Seite quasi das reine Containerschiff mit der HSI und auf der anderen Seite eigentlich einen Multifunktionstrailer, der auch innen modular veränderbar sein muss. Das heißt, vielleicht kann man Teil des Frachtraums auch austauschen und dafür eher luxuriöse Quartiere einbauen. Für teure Gäste, die man mitnimmt. Genau, und so weiter. Also wohingegen im Grunde genommen, wenn man, was man auch machen kann bei den größeren Modellen, die Container dann zu, sagen wir mal, Passagierkabinen austauschen kann, trotzdem wird es ein Container bleiben, an dem man außen im Schiff dran sitzt. Richtig. Ja. Das ist bei der Banu anders. Deswegen kommen wir jetzt auch zu den wirklichen Superfrachtern, weil diese Hull-Palette, es gibt einen Größenvergleich, den zeigen wir euch jetzt mal. Da sieht man, bis wohin diese Messlatte geht, dieser Containerschiffe. Also wer glaubt, die Banu sind große Transporter, die Hull-C, der wird jetzt wirklich überrascht sein, was bei der D und I, ja, was da für Größen erreicht werden, weil hier sind wir jetzt wirklich im Bereich der Supertransporter, genau, die eine völlig andere Kapazität und Preis-Leistung in ihrer Wirtschaftlichkeit bieten. Richtig, denn die Hull D ist damit schon mal wieder doppelt so groß wie die kleine Schwester, die Hull C, und damit auch doppelt so groß wie die Merchantman, nämlich 209 Meter lang. Hat auch dadurch auch gleichzeitig eine Crew von 5 Leuten. Im Gegensatz zu den Hull-Modellen ist das relativ viel, aber im Gegensatz zu der Merchantman ist es wieder weniger. Ja. Was bedeutet, das Schiff ist trotzdem sehr effektiv steuerbar mit einer kleinen Crew. Nämlich. Nicht so viele Leute, die man bezahlen muss, nicht, richtig, so viele NPCs, die man bezahlen muss, aber halt ein Schiff, das steht ja auch zu den Hull-Modellen generell, das werden Schiffe sein, die wirklich, ich wiederhole es jetzt nochmal, die halt für den Transport gedacht sind, die Eskorte brauchen, die für Piraten extrem lukrativ sind. Man liest zwar hier immer wieder von halt den Gimbal Mounts, von den Waffen dieser Schiffe, aber man muss sich vorstellen, das Schiff ist ausgeklappt, die Container hängen dran. Gerade bei dieser Größenklasse, der D und der I, und da werden sich viele, viele Zonen ergeben, wo so ein Schiff halt nicht mehr zu verteidigen ist, wo der, richtig, Feind sich auch ranpirschen kann. So ist es, genau. Und sie sind wirklich ein lohnendes Ziel, denn hier machen wir jetzt einen Riesensprung in der Frachtkapazität. Wir erinnern nochmal, die Hull C mit 4600 SCU, also Standard Cargo Units. Die Hull D hat 20.700. Wir springen also von 4.600 auf 20.700. Es wurde auch zu den Hull-Serien, gerade zu den größeren Modellen, geschrieben, dass diese Schiffe in der Lage sind, zerlegte Kapitalschiffe zu transportieren, dass die dafür gedacht sind, Raumjäger zerlegt, also die Hornet zum Beispiel zerlegt, zu transportieren. Ja. Dass diese Schiffe in der Lage sind, halt, große, komplette, komplexe Strukturen zu transportieren. Dafür sind die gedacht. Das wird man dann gar nicht mehr reinbekommen in eine Banu. Richtig. Das heißt, wir haben dann Schiffe, die unterwegs sind mit
ja, dem Reaktor einer Javelin beispielsweise oder dem Rumpfstück irgendwie, dem seitlichen, der Brücke der Javelin. Dafür sind diese Schiffe gebaut. Richtig, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Nutzung der Hull D zum Beispiel, um eine Orion zu entladen. Das heißt, mit dem ganzen Erzen, die eine Orion in einem Asteroidenfeld abgebaut hat, die können dann in eine Hull D entladen werden und einfach zum nächsten Ort gebracht werden, zur Raffinerie oder wo auch immer man sie dann hinbringen möchte. Da wird gesagt, also es kam die Frage auf, nutzt man für so eine Entladungsaktion lieber eine Hull C, also kleinere Modell, oder eine Hull D? Da gibt es ganz klaren Unterschied. Das kommt einfach darauf an, in was für einem sicheren System man sich befindet. Denn die Hull D wird sehr langsam sein im Vergleich zu ihrer kleineren Schwester, wird dementsprechend die ganze Ladung auf einmal transportieren können, sollte aber in einem sichereren System eingesetzt werden, wohingegen die Hull C schneller doch mal, vielleicht mehrmals fliegen muss, aber dafür schneller doch mal einer Gefahr entkommen kann. Und ganz wichtig auch, die Hull D, also ab der Hull D können diese Schiffe auch ihre Ladung nicht mehr auf dem Planeten abliefern. Das heißt, sie müssen jetzt hier im Orbit entladen werden. Richtig, genau. Das heißt, man braucht dafür Drohnen oder andere Spieler, die wirklich in Handarbeit diese, oder automatisiert durch Drohnen, diese einzelnen Container abpflücken und zur Planetenoberfläche runter transportieren. Wenn das Schiff entladen ist, kann es sich zusammenfalten und dann natürlich landen. Im Vergleich jetzt nochmal zu Banu, um nochmal kurz diese Cross-Verlinkung anzustellen. Wenn man die Banu nimmt zum Beispiel, kann man mit dem gesamten Schiff noch sehr bequem auf der Planetenoberfläche landen. Richtig. Das ist natürlich jetzt mit der Hull D und I nicht mehr möglich. Auch das ist natürlich wieder ein Verweis, dass wir es hier mit einem klassischen Transporter zu tun haben. Ja, genau. Das ist im Grunde auch das, was zur Hull D noch drinsteht. Nämlich einfach, sie ist das meistgesehene Schiff in Star Citizen. Es wird sehr, sehr viele davon geben, höchstwahrscheinlich. Es wird auch grundsätzlich gesagt, dass zwar die Lore, also die Hintergrundgeschichte der Hull-Modelle noch nicht vollständig ausgearbeitet ist, aber sich vermutlich um recht alte Serien handelt. Das heißt, sie sind schon lange in Betrieb und das Konzept wird sich dann bewährt haben. Und die Hull D speziell ist quasi ein Kompromiss zwischen der Manövrierfähigkeit und der Schnelligkeit einer Hull C und dem großen, großen Ladevolumen der Hull E, der größeren Schwester. Die liegt genau dazwischen. Und ich denke, zur Hull E am Ende kommen wir jetzt auch nochmal, denn das ist wirklich der super, super Transporter, wenn man so will. Bei dem Schiff muss man wirklich sagen, also viele Leute verkennen das als Kapitalschiff, aber man muss natürlich anerkennen, dieses Schiff ist größer als die Javelin, ist also jetzt von den Schiffen, die verkauft wurden, tatsächlich das größte Schiff. Richtig. Ich glaube, 30 Meter ist sie länger. Ja, 372 Meter in der Länge vollständig ausgefahren. Also da sieht man schon, aber es ist kein Trägerschiff. Es gab da ein Missverständnis, weil gezeigt wurde, dass dieses Schiff halt viele Jäger zerlegt transportieren kann und es wird sogar diese kleinen Snapfighter, die Merlins, starten und auch wieder reinholen können, also wieder per Traktorstrahl andocken können. Das heißt, man wird eine kleine Jägereskorte mittransportieren können. Natürlich verliert man dadurch wiederum Frachtraum und es ist kein Trägerschiff. Also dieses Schiff ist dann nicht in der Lage, einem feindlichen Kapitalschiff auszuweichen oder halt sich schnell wieder zurückzuziehen. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Gerade zu den Hornets, da war die Frage drin, ja, kann ich da denn den Hornets transportieren? Ja, natürlich. Man kann sogar Auroras vollständig mit transportieren. Der Punkt ist aber der, wenn man Hornets von der Größenstatt starten lassen will, dann würde das bedeuten, um es mal ganz genau zu nehmen, dass man die Hornet von außen zusammenbauen muss. Das heißt, man muss den Container öffnen, im Gefecht sozusagen, den Container öffnen, die Hornet zusammenbauen, in die Hornet steigen, losfliegen und danach kann man nicht mehr da drin landen. Und versucht das mal mit dem ganzen Geschwader zu machen. Richtig, also das bedeutet, es ist kein Trägerschiff, es ist nur ein riesengroßer Transporter und das zeigen auch die Laderäume. Das heißt, das zeigt auch die Transportkapazität. Denn hier sind wir sage und schreibe bei 98.304 SCUs. Vergleich nochmal, 20.000 waren wir bei der Hull D, 98.000 sind wir jetzt hier. Ich glaube auch, das ist ein Schiff jetzt, was wirklich für Corporations gedacht ist. Also jetzt haben wir eine Frachtmasse erreicht, die, sag ich mal, große Reedereien oder große Transportunternehmen dann halt füllen, vielleicht sogar mit Auftragskunden für Auftragskunden oder eine Mining-Gilde, die jetzt ein ganzes Feld von Asteroiden aberntet, wo die Orions arbeiten, sich durchfressen, dann muss diese Masse wegtransportiert werden. Das macht man dann einmal in der Woche. Ja. Das sind diese Maßstäbe, die wir hier erreichen. Ja, ja. Dieses Schiff wird dann auch Eskorte brauchen. Trotz der Waffen, die sich über den ganzen Rumpf immer wieder findet, ist das natürlich ein Schiff, das lässt sich von einem kleinen Enterkommando, von Piraten, die sich halt im Schatten quasi der Container vorarbeitet,
lässt sich dieses Schiff natürlich sehr, sehr schnell übernehmen. Das ist wirklich nur für sichere Systeme gedacht. Genau, also da stand auch explizit die Warnung auf der Verkaufsseite drauf, dass man sagt, dieses Schiff kann zwei Arten eingesetzt werden. Entweder in wirklich sicheren Systemen, wo man nicht davon ausgehen muss, dass man überfallen wird, oder mit einer richtig fetten Eskorte drumherum, damit man eben die Sicherheit auch garantieren kann. Denn in der Regel ist es so, dass es so viel Ladung mit sich trägt, dass diese ein Vielfaches an Wert hat zum Schiff selbst. Ja, das bedeutet, es ist unglaublich effektiv auf lange Reichweiten natürlich, was die Crewanzahl angeht und was an sich die Ladung mitbringt. Das heißt, man kann mit einer Ladung vermutlich sein Leben machen und sein Leben gestalten in Star Citizen. Aber wenn man sie verliert, hat man eben auch wirklich, wirklich was verloren. Und das heißt auch, dass man natürlich diese, gerade wenn man jetzt andere Schiffe transportiert, wird man natürlich diese Ladung dann auch mal separat versichern müssen. Richtig. Also bei sich richtig teuren Transportgütern steht dann noch eine zweite Versicherung an. Also das ist ein Schiff für Corporations, die ein ganz klares Ziel verfolgen. Genau. Und jetzt nochmal zu einigen ganz expliziten Fragen am Schluss zur HI, nämlich sie sieht etwas fragil aus, gerade auf der Größe. Da hat CIG ganz explizit so gesagt, sie ist nicht so fragil, wie es jetzt aussieht. In der nächsten Designphase werden auch diese kleinen Ärmchen, die jetzt wirklich winzig wirken, nochmal verstärkt. Das wird man dann sehen. Außerdem an sich ist das schon ein sehr festes Schiffsskelett. Das heißt, da darf man sich nicht von täuschen lassen. Auch zu der Frage hin, passt die denn in einen Hangar? Also in einem ausgefalteten Zustand wird sie vermutlich nicht in einen Hangar passen, aber sie arbeiten gerade daran, insgesamt große Hangars herzustellen bzw. zu entwickeln, damit eben solche Schiffe von dieser Größenklasse auch irgendwo unterkommen können. Auch dann, denn die ist auch schon in einem eingefalteten Zustand relativ groß und sehr, sehr mächtig. Und dann kann man eben auch sagen, dass es dort, gerade dort explizit begehbare Container geben kann, das heißt Quartiere, mit denen man Passagiere transportieren kann. Es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist aber wahrscheinlich eher was für Arbeiter, die man irgendwo zu einer Plattform transportieren will. Es wird, schätze ich mal, nicht so komfortabel sein. Ja, also Luxusgäste in einer HI höchstwahrscheinlich nur, wenn sie eine Abenteuertour gebucht haben. Genau. Für so Manager, gestresste Manager, einmal in der HI durch die Galaxis. So ist es, genau. Und es wird spezifische Missionen geben, die für die HI ausgebaut sind. Das heißt, es steht in dem Text, die Galaxis ist groß und voller Wunder und es kann Dinge dort geben, die man nur mit einem Schiff dieser Größenklasse wirklich transportieren kann. Kaputte Banker zerlegen. Richtig. Ein kleines Streifenstein ran ans Schiff und dann einzeln abtransportieren mit, weiß ich nicht, 4, 5 Hallis. Ja, zum Beispiel. Sowas. Wer weiß. Und als letzter Fakt, etwas amüsant, den hat CIG noch offen gelassen, nämlich der Frage, ob man, da man ab der D- und E-Größe durch den Mittelgang aufrecht laufen kann und nicht mehr kriechen muss, ob das Ding denn vielleicht so groß ist, dass ich vom Cockpit bis zur Engineering Section ganz hinten mit dem Greycat durchrauschen kann. Und da hat CIG ganz einfach zugesagt, das lassen wir euch selber ausprobieren. Also das wissen wir jetzt nicht. Sehr, sehr, sehr spannende Fragen, ja. Muss man schon sagen. Es war auch diesmal bei dem Concept Sale wirklich, da wurde sehr, sehr viel nachgefragt und es kam immer mehr Informationen zum Vorschein. Ja. Genau. Deswegen spannende Schiffe. Ja. Wir hoffen, es hat euch jetzt weitergebracht. Ihr habt jetzt ein klares Bild davon bekommen, was man mit den Schiffen machen kann. Wir haben damit jetzt unsere Showcase-Schiffe-Folge im Transporter-Segment abgerundet soweit und haben euch jetzt die Superfrachter geboten. Genau. Also, wenn euch die anderen noch interessieren, dann schaut einfach in die andere Showcase noch mit rein. Ansonsten schreibt uns in die Kommentare, was euch noch für Schiffe interessieren. Gerade auch, wenn neue rauskommen, informiert uns darüber, dann informieren wir gerne euch. Und wie gesagt, wir hoffen, wir haben euch jetzt gutes Material dazu geliefert und wir freuen uns auf die nächsten Schiffe, die CIG dann für uns rausbringen wird, die wir dann für euch zusammenfassen können. Wir hoffen, euch hat die Showcase-Folge gefallen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns liked oder wenn ihr natürlich Kommentare hinterlasst. Für weitere Infos zu Star Citizen könnt ihr auch gerne den starcitizenbase.de Blog besuchen und dort tiefergehende Infos zu Star Citizen, zu den Hintergründen und zu den Schiffen erfahren. Oder aber ihr besucht unsere Let's Plays auf dem Channel. Reason out.